Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute einen Mango-Buttermilchshake machen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht eine Mango, 500 ml Buttermilch, eine Prise Salz, etwas Zucker und ein bisschen Zitronensaft. Wir beginnen als erstes damit, dass wir die Mango schälen und entkernen. Dazu schneidet ihr entweder mit einem Messer am Kern entlang und schneidet dann das Ganze im Kreuz ein, stülpt die Haut über und schneidet die Mango von der Haut runter. Oder ihr schält die Mango erst mit einem Schäler und schneidet sie dann vom Kern runter und grob zusammen. Dann gibt man die Mango, die Buttermilch, ein bisschen Zucker und etwas Zitronensaft sowie eine Prise Salz in ein hohes Gefäß, wo man das Ganze dann einfach püriert und gegebenenfalls noch mit etwas Zucker und Zitronensaft abschmeckt. Jetzt könnt ihr das Ganze noch in ein Glas geben, mit etwas Minze dekorieren und anschließend servieren. Das war's zu diesem Rezept. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr es jetzt nachmachen möchtet, findet ihr die Zubereitung auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und mich persönlich würde es interessieren, wie euch das Ganze geschmeckt hat, wenn ihr es dann nachgemacht habt. Beziehungsweise, was macht ihr vielleicht für Shakes? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder auf Social Media technisch. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und ansonsten habe ich euch nur noch das letzte Video, wie man Kartoffelknödel selber macht, hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!